hat Ihre Familie den Namen Holz? So, Holz, это имя моего, Holz, das ist der Name von meinem Großvater. Und ursprünglich befand er sich in Österreich, in Deka und K-Monarchie beim Ersten Weltkrieg. Er war an der Front, war ein einfacher Soldat. Und letzten Endes kam er in die Gefangenschaft in Russland. Dann wurde er zum Kommunisten und dann ist er einfach geblieben. Das ist eine ziemlich lange und komplizierte, vielschichtige Geschichte. Und mein Vorfahr, mein Großvater, wurde letzten Endes zum Opfer von stalinistischen Repressalien Ende 1936. Er konnte 6 Sprachen sprechen, war ein äußerst interessanter Mensch, ein sehr gebildeter Mensch, in dem Sinne, dass er ein großes Wissen besaß. Er hat keine Universitäten besucht. Er konnte, er war imstande, Menschen kommunizieren, Neuigkeiten erfahren, gute, also wahre Neuigkeiten. Hier haben Sie eine Formel, ja? Wenn Sie die einmal interpretieren. Das ist eine Formel, eigentlich Euklides-Formel. Das ist eine Formel, das ist der Stoff, der, man könnte sagen, 2000 Jahre alt ist. Nicht ganz, denn diese Formel wird bei Polynomen verwendet. Und die ursprüngliche Euklides-Formel, das ist eine Formel, eine numerische Formel für Zahlen. Euklides hat seinerzeit Algorithmen eigentlich ausgedacht. Das ist eines der ersten Beispiele für Algorithmen, wenn wir 2 ganze Zahlen nehmen und möchten den größten gemeinsamen Nenner finden. Das kann man mit Hilfe Euklides-Algorithmen zum Beispiel machen. Und jetzt können wir den gleichen Algorithmen verwenden, aber in ganz anderen Situationen, bei Polynomen zum Beispiel. Und da können wir auch den gemeinsamen Teiler nehmen bei Polynomen. Das ist auch äußerst wichtig bei Lösung von verschiedenen Aufgaben. Das hängt zusammen heutzutage mit vielen Sachen, wie zum Beispiel Hyperterminanten oder Ergebnisse von vielen Variablen, von vielen Gliedern, von Polynomen. Das ist eine uralte Geschichte, eine uralte mathematische Geschichte, die zählt schon 2000 Jahren, aber die kann in Zusammenhang gebracht werden mit neuen Geschichten, mit jüngeren Geschichten, die vielleicht 50 Jahre alt sind oder 10 Jahre alt sind oder gestern entstanden sind. Also, das ist im Prinzip eine uralte Formel, die gehört nicht uns. Wir setzen sie nur ein, wir benutzen sie in verschiedenen Kontexten. Und es stellt sich heraus, das ist eine äußerst interessante Formel, die gibt uns verschiedene Ansätze, ganz neue Ansätze. Früher war das nicht so verbreitet, wahrscheinlich. Und heutzutage ist es so wahrscheinlich, dass das doch existiert. Und es ist äußerst interessant, dass Menschen anfangen zu verstehen, dass Poesie der Mathematik eigen ist, der mathematischen Tätigkeit, der mathematischen Arbeit. In Wirklichkeit, wenn diese Formeln entstehen, wenn man neue Zusammenhänge, Verbindungen entstehen lässt, zuerst im Kopf und dann auf dem Papier, das ist auch gewissermaßen eine Poesie. Also Horwitz ist der Name von einem ziemlich bekannten Mathematiker. Also er war ein deutscher Mathematiker und er hat wirklich sehr viel gemacht, was jetzt ganz interessant geworden ist. Und wir machen jetzt neue, also ja, wir
versuchen, eine neue Theorie zu entwickeln, die wirklich auf seine Arbeiten basiert. Und ja, also wir hoffen, dass es weiter hilft, also in Problemen zum Beispiel von klassischer Analysis von Gleichungssystemen, auch für polynomialen Systemen und so weiter. Also das ist ein Subprojekt, mit dem beschäftigen wir uns auch. Also, aber ja, das ist wirklich eine... Aber wenn man das weiterentwickelt, ja, was würde man da herausfinden können? Also man weiß das nicht genau. Meistens weiß man nicht. Sie experimentieren wie ein Alchemist. Ja, genau, ja, wir experimentieren. Nicht? Also ich würde nicht wie Alchemist sagen, nein. Aber wie Physiker oder, Physiker. Ja, Physiker oder Chemiker oder Biologe. Das heißt, so Biologe. Wie die Natur, ja, genau, antwortet, ja, antwortet die Mathematik, ja, auf ihre Fragen. Das ist genau so. Ja. Das ist wie eine Natur. Ja, genau so. Und das ist eher eindeutig in der Mathematik. Man kann das besser verstehen, denke ich, als in der Physik zum Beispiel. Es gibt die Orlando-Formule. Was, ja, ist das? Genau. Orlando ist noch ein Mathematiker, vielleicht ein bisschen weniger bekannt als Hurwitz. Also das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Also ein italienischer Mathematiker war er. Und wir haben auch neue Resultate vor kurzem bekommen, die mit diesem Satz von Orlando zu tun haben. Ja, und das ist schon eine lange Geschichte. Also das war vor 100 Jahren gemacht. Ach so, so also alt die ist das. Ursprüngliche Theorie. Ja, ja, ja. Das ist ja sozusagen eine Kontinuität, die man woanders nicht hat. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass der Euler, ja, von der Zarin berufen wird, ja, nach Petersburg, ja, und das ist im 18. Jahrhundert, ja, und noch immer sind Dinge von die er gesagt hat, wichtig. Ja? Das ist sehr, sehr richtig, ja. Also ich möchte nur sagen, man lernt sehr viel von den Meistern, ja. Und das ist, denke ich, am besten in jeder Wissenschaft zu tun. Also das ist unglaublich, unglaublich wichtig. Wenn man nur mit neuen Sachen etwas versucht, etwas Neues zu machen, dann vergisst man, dass sie auch aus diesen alten Theorien kommen und es gibt immer noch so viel da. Also viel. Und man kann an den alten Tunneln weiterbauen. Ja, das stimmt. Wenn, ja, Sie den Johann Sebastian Bach nehmen, ja, und Sie spielen ja Bach, ja, ja. Sagen Sie mir 5 Mathematiker, die Ihr Vorbild sind oder Mathematikerinnen, ja, und die Sie etwa in die Rangstufe von Bach setzen könnten. Von Bach? Ja. Ja, es gibt ganz viele. Also Euler auf jeden Fall. Euler und Gauss und Newton. Göttinger? Aus Göttingen? Moderne? Aus dem 20. Jahrhundert? Hilbert. Ja. Das ist nicht mehr modern. Ja, Hilbert und vielleicht... Wer ist heute? Heute, ja, Meister? Heute, ja, heute ist das... Es gibt jetzt ganz viele gute Mathematiker. Das ist immer eine schwierige Frage zu beantworten. Und es gibt wirklich faszinierende Arbeiten jetzt. Also, aber man sieht das ein bisschen besser im Nachhinein. Also man sieht das viel, viel besser in 50 Jahren. Und es ist auch etwas kollektiver, scheint mir. Ja, nicht? Ja? Ja. Also es ist Zusammenarbeit. Ja? Das auch. Aber ich würde sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es immer schwieriger zu sagen, diese Arbeit ist wirklich wichtig für die Mathematik. Manchmal ist das klar, manchmal ist das nicht so klar. Nach 50 Jahren ist alles ganz klar. Wenn Sie mathematisch arbeiten, wenn Sie spielen am Klavier, kann ich mir ungefähr vorstellen, was Ihre Nerven tun, ja, was Ihr Kopf tut, was die Emotion beiträgt, was der Rhythmus und so weiter. Wenn Sie mathematisch arbeiten, was es bedeutet da Rhythmus in der Arbeit? Also ich würde sagen, das ist genauso. Genau so? Na, es ist natürlich schwieriger. Stehen Sie an einer Tafel und arbeiten? Schreiben Sie wie ein Gelehrter? Man schreibt manchmal, ja, auf der Tafel oder auf dem Stück Papier. Können Sie beim Computer auch, ja, im Kopf abbilden? Also das ist nie in diesem kompletten... Das sieht nicht so komplett aus. Also man muss ganz, ganz viel entwickeln. Und man sieht etwas hier und etwas da und vielleicht eine neue Formel da. Und
alles dauert sehr, sehr lange. Also man kann das nicht sofort machen. Also das ist vielleicht in der Musik, also ich würde nicht sagen einfacher, aber nicht so kompliziert. Ja, also wenn man schon eine musikalische Idee hat, kann man das auch schreiben. Ja, dann gibt es, so vielleicht nicht sofort, aber dann gibt es schon diese Idee, diese musikalische Idee. Und jetzt können wir Noten schreiben, ja, genau. Notieren. Und, genau, ja? Und in der Mathematik ist das ein bisschen ähnlich, aber das Ganze dauert, würde ich sagen, ziemlich, ziemlich lange. Also vielleicht... Und ist es auch experimentell, dass Sie sozusagen eine Formel oder einen Vorschlag, ja, nicht, auf ein Zahlenverhältnis draufsetzen und sehen, ob es passt, was herauskommt, und dann versuchen, wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie etwas anderes. Gibt es sowas Experimentelles auch? Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Also das ist nicht total beliebig. Also es gibt immer verschiedene Intuitionen, Sachen. Und zwar, es gibt zum Beispiel schon eine bekannte Formel. Dann sieht man etwas Ähnliches und assoziiert diese bekannte Formel mit noch vielleicht noch unbekannten Formeln automatisch im Kopf. Dann sieht man, also es gibt eine Menge Assoziationen. Und deswegen ist es nicht so wirklich schwierig, eine neue Formel zu vermuten. Also manchmal ist das sehr schwierig, aber manchmal sieht man das so, ja, das muss so passen, ja. Und dann kann man noch weiter experimentieren, zum Beispiel mit Hilfe von Computern ist das jetzt ziemlich einfach. Und dann kann man eine Menge Beispiele sehen, also im Computer. Wie passt das wirklich zusammen oder nicht? Und wenn man wirklich sehr viel Evidenz schon gesammelt hat, dann geht man weiter und beweist das, hoffentlich. Was sind hierarchische Zonotopal Spaces? Das ist schwierig zu beschreiben. Ja, das ist etwas Neues, was ich mit Amos Rohn, meinem Kollegen aus Wisconsin, und noch mit jüngeren Kollegen wie Zixiang Chu gemacht habe. Und ja, es geht um eine Theorie, die verschiedene Sachen in der Kombinatorik und Algebra und auch Analysis verbindet. Und das finde ich wirklich toll. Also das ist etwas, was vorher sagt, zum Beispiel, wie viele ganzzählige Punkte es in einem Polytop gibt. Also das Polytop ist, heißt Vielortlichkeit, oder? Nee, Polytop ist wirklich ein geometrischer Körper, also der aus Flächen konstruiert wurde. Also sagen wir das. Und es gibt wirklich verschiedene Probleme über Polytopen. Also 3D oder 4D oder N. Also Rn ist diese Raum von n Unbekannten, von n Variablen. Also beliebige Dimensionen. Ja, genau. Und Physiker brauchen das. Also wir alle brauchen das eigentlich. Ja. Und also wenn Sie die fünfte Dimension nennen wollen, eingerollt, ja, nicht? Ja, dann wäre so etwas ein Rechenmodus. Ja, das ist auch wichtig. Ja, also das ist wirklich interessant für viele Anwendungen in der Physik und nicht die nur in der Physik. Gravitation ist vermutlich nicht in dieser Welt. Ja. Nicht? Also eingerollt, sie ist da. Nicht? Aber sie ist fern. Es gibt schon viele Vorschläge, also in String Theory und sowas, die mit 15 Dimensionen zu tun haben. Ja, das ist schon noch komplizierter. Ja. Da sitzt ein Soldat, ja, nicht? Ein Astronom in Russland im Ersten Weltkrieg. Ja? Er wird sterben in 14 Tagen an der Ruhr. Ja? Und er schreibt noch nur bewaffnet mit Einsteins Formeln. Also beschreibt die schwarzen Löcher. Ja? Das macht er ja sozusagen nur mit den Mitteln des Kopfes. Ja? Nur mit Kenntnis von Proportionen. Ja? Ja, und das ist auch eine... Das kommt der Musik nahe. Ein Beispiel von Gedankenmusik. Heroismus, ja, auch, ja, denke ja, ich. Ja, ja, ja. Ja. Ja, und manchmal passiert das auch in der Wissenschaft. Also nicht unbedingt nur in der Mathematik, gar nicht. Also das kann, wie klingt nun diese Sprache, nicht, in der die Mathematik selbst spricht? In der so ein Teil unserer Wirklichkeiten
spricht und wir haben offenkundig in unseren Köpfen darin eine Synchronität mit dem Kosmos, ja, dass wir immer wieder Mathematik